Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schon mal vorab möchte ich mich für die 50 Abonnenten bedanken. Das ist mega krass, das freut mich extrem. Dickes Danke geht raus. Und ich wünsche euch gleich viel Spaß beim Tunnel Day, also bei dem Rauchtag. Und bitte nutzt den, der wird mega gut sein. Und vergesst nicht, in den Zeitraum euer Tunnel zu entwickeln, damit später Metagross Sternhieb hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Und der Tag ist richtig, richtig gut. Den solltet ihr definitiv nutzen. Wir haben von 11 bis um 12 die Psycho-Pokémon, von 12 bis um 1 Stahl und das ist immer im Wechsel. Und in dem ganzen Zeitraum ist das gefeaturete Pokémon Dunhill. Das kommt dann im Rauch. Und da ist egal, ob das gerade die Psycho- oder die Stahlstunde ist. Und das Pokémon ist so stark in der Meisterliga vor allen Dingen. Oder auch in Raids. Das ist mit einer der Top-Stahlangreifer. Also das Ding ist ultra heftig. Nutzt das. Und es gibt noch viele andere Pokémon, die sehr gut sind. Ihr bekommt die Chance, oder wir bekommen die Chance, einen Medeti zu fangen in den Psychostunden. Und Leute, nutzen. Ausnutzen, farmt die XL-Bonbons. Das wird richtig heftig. Ihr wisst, wie gut das Pokémon ist. Ich habe es euch schon ein paar Mal gezeigt. Ich gehe ruhig auf den Köder. Das Teil ist übel stark. Übel stark. Da sind noch mehrere Pokémon, die gut sind. Wir haben Tunnel, wir haben Medeti, Bronzel ist sehr gut in der Hyperliga, in der Superliga hat das auch ein Play. Dann haben wir noch Magnetilo, auch sehr, sehr stark. Also da sind echt gute Pokémon bei, das Ding kann man 100 pro nutzen. Das ist ein Mega-Event. Und bitte keine Attacke mehr. Sehr schön, strong, richtig strong. Ich habe leider keine Attacke, aber egal. Oh, perfekt, du hast eine Sofortattacke, ich habe noch eine rausgekriegt, jetzt kann ich ganz entspannt hier rein. Und ja, wenn ihr von 11 bis 17 Uhr euer Pokémon entwickelt, bekommt ihr da halt echt die Community der Attacke und Metagross ist vor allen Dingen durch diese Attacke sehr, sehr gut zu gebrauchen. Echt strong, das Teil. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dieses Team zu nehmen, weil ich schon ein bisschen viel quatschen wollte. Und da dachte ich mir, das kann man am besten machen, wenn man so ein Team hat, wo man gut routiniert ist. Und endlich hat Niantic vorgestern was an den, Entschuldigung, an den XL-Bonbons geändert. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die ziehen jetzt den Schwanz wieder ein, genauso wie mit der Mega-Energie und dem Mega-Pokémon. Zuerst war das auch extrem Bullshit und dann passen die das langsam an, weil die anfangen auf die Community zu hören. Wir bekommen bei dem Fang von der ersten Entwicklungsstufe, das wäre jetzt zum Beispiel bei der Glumanda-Familie das Glutexo, bekommen wir ein Bonbon garantiert. Und wenn wir einen Glurak fangen, zwei garantiert. Plus die, die man noch so bekommen würde. Also mega, mega strong. Dann nutzt aktuell die Pokémon Home haben. Holt euch die Meltan-Box. Da sind garantiert drei Stück aktuell drin. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, ob das noch behoben wird, weil das sind drei garantierte plus die, die man vielleicht kriegen würde. Mit einer Box hat man dann schon theoretisch genug Bonbons zusammen, um später ein Melmetal auf Level 50 zu bringen. Und ich muss jetzt schauen. Ich werde, glaube ich, einen Sturzflug überleben. Aber, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich denke aber schon. Ich muss jetzt hier noch eine Attacke raushauen. Ich werde jetzt den ersten schilden einfach. Und wenn danach ein Sturzflug kommt, dann ist das halt ein GG. Und für die Raids bekommen wir auch drei garantierte. Und die können bis maximal 6 hochgehen. Von daher ist das schon echt cool. Leider ist Niantic wieder ein bisschen spät dran. Das hätte man bei Mewtwo schon gebraucht. Boah, ich hätte so gern die XL-Bonbons für Mewtwo gehabt. Aber nein, die haben es vergeigt. Wieso hast du keinen Sturzflug? Die haben es vergeigt, das ist jetzt viel zu spät. Ich meine, ja, ist jetzt meckern auf einem hohen Niveau. Wir kriegen jetzt endlich ein bisschen was dafür. Aber ist trotzdem doof. Man hätte so viel schon farmen können. Denn ich habe sehr, sehr viel geradet und ich hätte da gerne ein paar Bonbons gehabt. Aber ist nicht schlimm. Ihr bekommt beim Spazieren mit dem Buddy noch ein paar Bonbons. Es ist aktuell noch nicht bekannt, wie oft das passiert, dass wir da XL-Bonbons kriegen. Ich habe bei mir selber einen Screenshot aufgenommen mit Riolu. Leider erkennt man das oben nicht so gut. Aber da sollte dennoch lesbar sein, dass ich einen XL-Bonbon gekriegt habe. Ich habe mich mega gefreut. Das war das erste Bonbon, was ich da gekriegt habe am Tag. Und das ist echt cool gewesen. So, wie mache ich das hier? 1, 2, 3... 4, 5, 6 und kriege ich den Steinhagel abgefangen. Sollte ein Steinhagel sein.
Oder ein Psycho wäre noch besser, wenn ich den abgefangen kriege. Nein, aber es passt schon. So, cool. Du bleibst noch drin? Das gefällt mir. Dann hast du vielleicht noch irgendwas da schwach gegen mich. Ah, okay, du hast dir nur eine Attacke geholt. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt schon mal ein richtiger Schritt mit den XL-Bonbons. Dann, beim Tauschen kriegen wir XL-Bonbons. Und wenn die Tauschdistanz von dem Pokémon über 100 Kilometer, glaube ich, ist, müsste das ein garantiertes XL-Bonbon sein. Das ist schon echt fett. Das ist schon richtig gut. Hätte ich jetzt so noch nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Die hatten März angekündigt, aber bei Niantic weiß man ja nie. Hätte ja auch am Ende des Monats sein können. Ist schon richtig cool. Das freut mich extrem. Jetzt kann man hier farmen ohne Ende. Und ich werde heute definitiv so gut zocken und so viel, wie ich Zeit habe. Denn so ein... Ja. Ich hole mir für mein Krypto auf jeden Fall die Community-Day-Attacke. Das Krypto habe ich euch schon mal eingeblendet. Das kann ich jetzt gerne nochmal machen. Ich lasse mich hier gar nicht runterfarmen. So, jetzt muss ich hier gleich nur einmal schilden. Wenn das der Knuddler ist. Und das sieht dann trotzdem ganz gut aus. Ja, das Krypto habe ich euch eingeblendet. Das ist richtig strong. Das ist ein übelst gutes. Und mit der Attacke wird es sehr heftig. Ich hätte mich wahrscheinlich doch runterfarmen lassen sollen. Ah, uncool. Das ist echt nicht cool. Aber ich werde hier nichts schilden. Denn das Gute ist, dass du auch rausgewechselt bist. Von daher bist du hier erstmal gefangen gegen mich. Und ja, Meditales. Ich brauche die Bonbons. Ich werde so viel Mediti fangen, boah, bis ich das Pokémon nicht mehr sehen kann. Das wird schon richtig cool. Vielleicht kann ich mir da ein bisschen was ansparen. Dann werde ich nochmal die 2 Power-Ups in mein jetziges geben. Und danach kann ich sparen für das, für mein Gutes, was ich habe. Ist Rang 6, Rang 9, Rang 12, ich weiß es gerade nicht. Irgendeins habe ich, 2, 3... Oh, ein Erdbeben von dir tut mehr weh als eine Attacke von Deoxys, glaube ich, ne? Bitte köder nicht. Okay, sehr schön. Jetzt schaffst du, glaube ich, keine Attacke mehr. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt kannst du hier gerne nochmal reinkommen. Das macht aber überhaupt nichts, weil das ist keine Attacke abfangen. Glaubst du vielleicht, aber ich hätte hier eh nur die Attacke eingesetzt. Von daher sollte das schon passen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich wollte gerade rauswechseln. Bitte hab den Wechsel jetzt nicht angenommen. Das wäre richtig behindert, wenn der jetzt noch durchkommt. Tu es nicht. Tu es nicht. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ach, come on. Jetzt habe ich meine Angriffssteigerung zurückgesetzt. Ich hasse es. Wie kann ich denn im Lader... Ist das ein Ladeattackengleichstand, wo ich einen Wechsel verliere oder was? Kannst du mir doch nicht erzählen. Ah, ist das ärgerlich, ey. So was Dummes habe ich selten gesehen. So, du schaffst keine Attacke drüben. Bitte lass den hier durch. Das ist meine einzige Chance, wie ich das jetzt hier noch gewinnen kann. Nein, ich muss ja rauswechseln. Er muss den ja dann auch trotzdem... Ja, come on. War ja klar. Ich habe einen Konter zwischengekriegt. Das ist wichtig. Mit Flunschlick machst du effektiv nichts mehr. Ich muss nur gucken, dass du mein Eishieb nicht abfängst. Ah, okay, das habe ich verloren. Ah, ist das ärgerlich. Ja. Dumm gelaufen. Habe ich ja selber vergeigt. Aber ist nicht schlimm, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich hatte gestern noch ein paar Sets mit dem Team. Mit diesem Set werde ich auf jeden Fall Rang 13 erreichen. Ich habe ein 4-1 gehabt, ein 5-0, ein 5-0 und dann ein 2-5 nach dem Lantun-Video. Also das lief echt gut. Das war auch mit das erste Mal, dass ich wieder alle Sets am Tag geschafft habe von der Zeit her. Jetzt schaue ich mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist der Metrologe, den hast du nämlich immer bei 5. Und vielleicht versuche ich den nächsten mit Nachtara abzufangen. Muss ich mal schauen, wie viel der hier macht. Ja, den nächsten werde ich abfangen wahrscheinlich. 1, 2, 3. Ich setze mal ein. 4. Vielleicht schildest du ja nicht. Dann bist du nämlich raus. Wenn dir das ein Schild wert ist, werde ich mir meinen Vulnona aufheben. Okay. Alles klar, das passt. Okay, ich gehe direkt in Nachtara, dass du mich hier nicht runterfarmen kannst. Und dann kann ich später noch mein Dings nutzen. Ich werde jetzt hier nichts einsetzen. Jetzt kommt gleich von dir ein Erdbeben und du wirst wahrscheinlich rauswechseln. Dann habe ich noch ein bisschen Energie für was auch immer da kommt. Und falls das ein Azumarill ist, kann ich das ein bisschen runterchippen, damit ich mit Vulnona gutes Play habe. Oh, okay.
Oh, bitte, wenn du jetzt hier drin bleibst, bitte sag mir nicht, dass du irgendwie hinten noch einen Knogger hast, weil das kriege ich mit den anderen Pokémon so schlecht down, ne? Tu mir den Gefallen und hab bitte keinen Knogger hinten. Wäre ich dir echt verbunden. Ach, come on. Jetzt, was hast du noch hinten? Was hast du noch hinten? Ist das eine Teamkonstellation aus Pilipper und mit Voltaros hier Doppelstahl oder ist das das Tropius-Team, wenn du, dass du hinten noch einen Tropius hast? Was wirst du hinten drin haben? Das ist jetzt eine gute Frage. Und der Steinhagelköder, ich werde doch hier nichts schilden. Du hast nur noch ein Schild und ich habe noch beide. Ich kann hier mit Nachtara die ganze Energie von dir wegziehen. Das ist gut. Du kannst jetzt hier gleich mit einem Erdbeben kommen und mich rausnehmen. Das macht überhaupt nichts. Du lässt ihn sogar noch durch. Alles klar, wenn das jetzt hier nicht das Erdbeben ist, schaffe ich sogar noch eine Attacke. Denn ich habe ausgeholt. Ich darf einfach nicht tippen. Und ich bin mal gespannt. Nochmal ein Steinhagel. Bruder, du kriegst kein Schild von mir. Echt nicht. Ich werde jetzt hier die Attacke raushauen und falls du schildest. Ich wechsle in jedem Fall rüber, oder? Ja, ich gehe direkt auf Meditales. Eins, zwei, drei, vier. Und du schaffst nicht mal mehr eine Attacke. Ich habe noch zwei Schilde. Was für ein Pokémon willst du jetzt noch haben? Okay, GG. Das kannst du dann wohl knicken. Dann weiß ich auch, warum du drin bleibst. Jetzt kriegst du hier einen Eishieb und du kannst eigentlich auch rausgehen, weil das wirst du nicht mehr gewinnen können. Ich habe noch zwei Schilde und der nächste Eishieb nimmt dich schon noch raus. In Kombination mit meinem Konter. Ja. Okay. Alles klar. Wenn du köderst, weiß nicht. Hat dir halt nichts gebracht, ne? Als ob ich hier einen Steinhagel köder. Ich hätte so oder so mein Nachtara draufgehen lassen, damit ich das Meditales noch habe. Okay, dann spielen wir das halt so aus, wenn du das willst. Dann spielen wir das halt so aus. Ach so, morgen sollte es dann, also heute sollte es dann auch noch einen kostenlosen Rauch im Shop geben oder für 1 Euro, 1 Euro genau, eine Pokémünze. Ich bin mir gerade nicht sicher. Entweder eine Münze oder kostenlos wird ein Rauch drin sein. Ich habe jetzt gerade morgen gesagt, weil wir jetzt hier Samstag haben, wo ich das Video aufnehme. Und ich habe nicht mitgezählt, das war nicht gut. Aber ich glaube, du bist jetzt bei Hydropumpe. Auf gut Glück. Wenn ich mir so die KP von dir angucke, könnte das echt schon die Hydropumpe sein. Genau so ist es. Perfekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt hast du einen eisigen Strahl. Was möchtest du mit deinem eisigen Strahl machen? Wirst du nochmal auf eine Hydropumpe aufladen oder was ist da dein Plan? Fünf, sechs, sieben. Und ich habe nochmal ausgeholt. Das heißt, ich werde jetzt hier schilden, dich entspannt runterfarmen und habe dann auf jeden Fall gleich eine Ladeattacke ready für das Pokémon, was auch immer reinkommt. Alles klar. Wie spielen wir das denn noch aus? Du schaffst jetzt hier eh keine Attacke mehr. Ich habe jetzt fast anderthalb Attacken. Wer kommt, was habe ich dagegen? Zeig mal her. Vielleicht werde ich. Oh, okay, ich bleibe erstmal drin. Eins, zwei, drei. So, jetzt werde ich hier einmal einsetzen und dann gehe ich direkt auf Nachtara. Oder? Lasse ich mich hier runterfarmen? Ich glaube, ich lasse mich hier runterfarmen. Ich denke, dass das nicht schlecht sein wird, wenn ich hier drin bleibe, dass er seine Energie einsetzt. Bitte farm mich nicht komplett runter. Oder gehe ich jetzt raus? Ah, ich weiß nicht. Ich habe auch noch mein. Na, okay, du schildest dich hier rüber. Sehr gut. Mein Meditales sieht auch nicht so schlecht aus gegen Deoxys. Wenn ich das mal behaupten darf, der Donnerblitz wäre jetzt am effektivsten, der würde am meisten Schaden machen. Wenn das jetzt hier nur ein Steinhagel ist, kommt da gleich noch ein zweiter hinterher. Okay, du wirst wahrscheinlich gleich zwei haben. Alles klar, du wolltest eine Attacke abfangen. Zwei. Du bist hier bei zwei, das ist in Ordnung. Jetzt muss ich nur schauen, du kriegst mich sehr, sehr schlecht down. Ohne Sturzflug werde ich dich hier, glaube ich, rausnehmen können. Drei. Vier. Fünf. Ich wollte noch mal gern zu einer Attacke ausgeholt haben, das hat leider nicht mehr funktioniert. Schade. Aber man kann nicht alles haben, ne? Dann bist du jetzt bei null Energie und das sieht sehr, sehr gut für mich aus. Eins. Perfekt getimt. Du hast keinen zwischengekriegt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das wäre nämlich jetzt ärgerlich gewesen, wenn du noch eine Attacke geschafft hättest. Also kann man hier gut reingehen. Du bist bei 1, 2, 3. Drei Attacken hast du. Zwei noch und dann hast du deine Ladeattacke. Und ich hoffe, dass du die hier einsetzt. Du musst die hier einsetzen, sonst nehme ich dich raus. 4, 5, jetzt hast du die, perfekt. Jetzt habe ich nachher immer noch mein Nachtara gegen dein Deoxys. Jetzt gehe ich auch direkt damit rein, oder? Lasse ich mir das noch.
Ich lass das noch. Ich gehe jetzt hier rein und farm dich runter mit einem schnellen Konter. Und wenn du jetzt hier Steinhagel und Psycho passt, sieht sehr gut für mich aus. Glaube ich. So, der Steinhagel ist nicht effektiv. Hast du hier einen Donnerblitz? Ist das der Donnerblitz? Und ein Psycho bringt nicht viel, das ist der Donnerblitz. Okay. Dann sieht es trotzdem gut für mich aus. Eins, zwei Konter hast du. Jetzt haue ich hier den Icy raus. Der nimmt dich fast raus und danach dürfte ich dich schon fast runterkontern können. Oder? Nimmt er dich schon raus? Nein, ich kann dich aber runterkontern. Okay, cool. Boah, das Team macht so Bock, ne? Das ist immer noch so strong. Das ist immer noch extrem strong, würde ich behaupten. Ich habe damit schon wieder viele Punkte geholt. Ich kann euch gleich mal meine Winrate zeigen, beziehungsweise meine Sieg-Niederlagen-Quote. Ich glaube, ich habe... die sieht bis jetzt noch ganz gut aus. Ich bin mal gespannt. Die Superliga liegt mir aktuell mit dem Team sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie die Hyperliga aussieht und was ich da reißen kann. Ich habe natürlich in der letzten Season schon ein paar Pokémon vorbereitet, dass ich jetzt nichts mehr hochpushen muss. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich habe mega Bock. 1, 2, 3, 4, 5 Body Slam ist am Start. Okay. Du hast den Step da drauf, ne? Der Body Slam ist extrem stark von dir. Ich hätte auch gerne mal mit meinem Mund hier gezockt. Leider ist das nicht so ein gutes. Jetzt setze ich hier mal ein, bevor du noch einen schaffst. Entweder wirst du jetzt hier mit den Schilden gleichziehen oder ich nehme dich raus. Ich bin mal gespannt, wofür du dich entscheidest. Zeig mal her. Okay. Und ich sollte theoretisch gleich auch dich runterfarmen können, bevor du einen dritten Body Slam schaffst. Ich hoffe es zumindest. Wenn das nicht möglich ist, ich habe jetzt wieder nicht mitgezählt, das war mein Fehler. Wenn das... Oh, du wechselst sogar freiwillig. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Jetzt kannst du gerne hier deine Energie ausgeben. Und ich weiß noch nicht, wo ich reingehen möchte. Ich glaube, ich gehe hier rein. Ich hätte direkt wechseln sollen. Ich habe es doch dumm gemacht. Ich hätte mir meine Energie aufsparen müssen. Ja, ich hätte nach Tara auf, direkt in nach Tara gehen sollen, damit ich mir mein Volnona aufsparen kann. So, weil hiervon kann ich ein bisschen was wegstecken. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt die nächste und danach setze ich eine ein. Und ich hoffe, aber das war vielleicht doch gar nicht schlecht. Jetzt bin ich nachher nicht mehr in der Range, wo du, doch, ich bin nachher in der Range, wo du mich farmen kannst. Aber ich habe dann die Möglichkeit, einfach rauszuwechseln, wenn du mit Mundtier kommst. Ah, bin mal gespannt, wofür du dich entscheidest, wie wir das Match hier ausspielen. So, nochmal eine Attacke overfarmt, denn ich möchte garantieren, dass du überhaupt nichts mehr schaffst hier. Die nächste Aqua-Hobbitze hättest du aber erst in 3 Sofortattacken, glaube ich, geschafft. Da hätte ich ruhig noch was machen können. 1, 2. Ja, perfekt gewechselt. Ohne, dass du die Attacke rausgekriegt hast. Das war sehr, sehr strong. Das war wirklich gut. Und Mundtier kommt. Noch besser. Der Steigerungshieb nimmt dich raus. Ich bin einmal gesteigert und dann bin ich gespannt, womit du noch reinkommst. Ich habe da noch den Eishieb, der vieles neutral trifft oder halt der Konter. Hab mich hier ein bisschen hochgeboostet und oh, Delicious, du kannst rausgehen. Du kannst, glaube ich, rausgehen. Denn wenn du mit Finsteraura spielst, ja, die macht mehr Schaden, die braucht aber auch eine Attacke mehr. Oh, und ich bin jetzt hier zweimal gesteigert und das sieht sehr, sehr gut für mich aus. Ah. Okay, jetzt kommt eine Attacke. Du hast, glaube ich, nicht zwei hintereinander, oder? Wenn du zwei hintereinander hast, sieht es vielleicht doch gar nicht so schön aus. Ich versuche jetzt... Ah, Zuflucht. Ich versuche jetzt hier nochmal schnell den rauszuhauen. Ja, ich habe dir jetzt eine Attacke geschenkt, das ist mir bewusst, aber ich brauche den Chip Damage, damit später eine Zuflucht von mir reicht. Ich habe die nämlich fast ready. Wenn ich dich jetzt hier nicht sogar runterfahren kann. So, die Zuflucht überlebe ich trotzdem noch. Dein Play ist eigentlich auf Schmarotzer zu gehen. Der ist effizienter, da der auch weniger Energie braucht. Ja, vielleicht denkst du dir gerade, okay, er ist von Typ Kampf. Schmarotzer ist nicht effektiv, aber da der gegen Psycho effektiv ist, gegen Kampf neutral nicht effektiv ist, ist er hier neutral. Und der braucht eine Attacke weniger, hat dann noch den Step drauf. Also das wäre auf jeden Fall dein Way to go gewesen. Aber ist nicht schlimm, jeder macht mal Fehler. Boah, Bombe. Und jetzt ist hier sogar ein garantiertes dabei. Plus das, was vielleicht so dabei gewesen wäre. Also könnten hier vielleicht mal zwei oder drei drin schlummern. Hä? What? Come on, come on. Ich hasse dieses Pokémon. Oder ich hasse die Pokémon hier in der Dingsbelohnung generell. Nicht so gemeint. Die Pokémon sind strong. Ich freue mich extrem, dass wir mal gute Pokémon-Belohnungen haben. Aber die lassen sich sehr, sehr schwer fangen, finde ich.
Und ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach mal mit einer silbernen rein, denn ich möchte auch das Bonbon Plus dazu noch haben. So, boah. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch ein fabelhafter wird, so klein wie der Kreis war. Und wie viel kriege ich? Was meint er? Zwei? Drei? Drei wären fett. Come on, please. Come on. Eins nur. Langweilig. Vielleicht beim Verschicken. Und ich habe die Millionen Sternenstaub erreicht. Das heißt, jetzt kann ich wieder ein bisschen farmen. Und dann werde ich auch vielleicht wieder ein bisschen was ausgeben. Komm, beim Verschicken kriege ich auch noch eins, oder? Tu mir den Gefallen. Auch nicht. Warum denn auch nicht? Zack, Rang 13, schon mal okay. Geht ja doch sehr, sehr langsam bergauf hier. Und ich würde sagen, das sieht aktuell gar nicht schlecht aus. Von 130 Matches 91 gewonnen, ist, würde ich sagen, eine gute Bilanz. Das ist sehr strong. Und mir ist letztens jetzt aufgefallen, dass ich doch in der letzten Season die 2 Millionen erreicht habe. Ich bin mal gespannt, habe ich ja für diese Season auch als Ziel genommen. Aber ich muss mal schauen, ob das noch gut im Rahmen ist, denn ich habe viele Sets nicht gespielt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.